Hi Leute, willkommen bei Lipsticks and Heels. Heute machen wir ein kleines Do-It-Yourself und zwar geht es darum, wie man langweilige Türen wie diese hier ein bisschen aufpeppt. Das kann jetzt wie bei mir die Tür zur Küche sein, aber auch die Tür zu eurem Kinderzimmer, Wohnzimmer, was weiß ich. Also es ist einfach eine Möglichkeit und gerade auch so hässliche Türen, die ein oder andere kennt bestimmt, die erste Wohnung, dann ist die Wohnung natürlich auch nicht so perfekt und meistens sind es ja dann sehr alte, hässliche Türen einfach, die man auch nicht auswechseln kann. Und so könnt ihr das Ganze einfach aufpeppen. Genau, fangen wir auch gleich an. So, meine Lieben, und zwar wollen wir über der Tür quasi einen Rahmen machen, wie ihr die meisten von euch jetzt wahrscheinlich von Himmelbetten kennen. Und zwar kann man da solche Rahmen kaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man dieses Gestell nennt. Auf jeden Fall ist es eben für Himmelbetten gedacht. Und zwar habe ich meins in einem Antiquitätenladen gefunden. War ein bisschen teurer, aber ich habe die auch schon oft auf Flohmärkten gesehen oder auf eBay gibt es die auch sehr, sehr oft. Falls ich irgendwelche finde, ich werde sie alle in der Infobox verlieren. Ist ein bisschen schwer. Das hier ist jetzt meiner. Und zwar ist einfach so ein Gestell. Und das tue ich dann über die Tür. Dass es quasi aussieht wie so ein kleines, so eine Prinzessin-Tür halt. Genau, also so ein Gestell braucht ihr. Meins heißt Country Counter. Keine Ahnung. Also schaut mal eBay, Antiquitätenläden. Dafür das nächste, was wir brauchen, sind Vorhänge. Ich habe hier zwei Stück, da an meinem Gestell innen drin so noch eine extra Holzstange ist. Habe ich extra Vorhänge genommen, die man zu Schleifen zusammenbinden kann. Die habe ich jetzt, ehrlich gesagt, bei meiner Mutter im Keller gefunden. Aber ich denke, Vorhänge kriegt ihr überall her. Ja, also ich denke, das wisst ihr selber. Ansonsten, Vorhänge gibt es auch haufenweise bei Ikea oder sonstigen Möbelgeschäften. Also das, denke ich, wird das kleinste Problem sein. Und dann braucht ihr auch noch zwei Dübel. Am besten hier so richtig dicke, wo wirklich was halt, ne? Akkubohrer, Staubsauger zum Saubermachen. Ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe jetzt die beiden Löcher schon gebohrt und auch die Schrauben schon reingetan. Einfach deswegen, weil ein Mann gerade schon bei mir war und mein Stiefvater, um genau zu sein. Und er hat mir das schon reingebohrt, weil er doch ein bisschen Angst hatte, mich das alleine machen zu lassen. Aber ich denke, mit einer Wasserwaage zwei Punkte hinmachen. Ich habe auch mein Bild an der Wand alleine hingemacht. Also das ist jetzt nicht die Welt. Das kriegen wir Frauen auch schon alleine hin. Ja, lasst uns loslegen. Ich zeige euch noch den Rest. So, also die Löcher sind schon oben. Ich stehe gerade auf meinem Hocker. Und jetzt setzen wir mein Gestell, ich weiß nicht, wie man das Ding nennt, setzen wir oben drauf. Oh Gott, jetzt kracht das ganze Ding. So. Tatata, es steht. Da hänge ich jetzt meine Vorhänge auf und sobald es fertig ist, zeige ich euch das Ergebnis. Wenn ihr da eine Küche dahinter habt oder sonst irgendwas und ihr gerne die Türen offen habt. Oder was ich persönlich schöner finde, ich lasse sie gerne offen. Und damit das Ganze eben ja, fürs Auge schöner ist, habe ich mir noch solche Gardinenhalter gekauft. Die Gardinenhalter habe ich ganz günstig bei eBay gefunden. Gibt es natürlich in allen Formen und Farben. Schaut einfach, was am besten zu euch und eure Wohnung passt. Gefallen und war eine kleine Inspiration für euch. Ich freue mich natürlich über euer Feedback in den Kommentaren und indem ihr dem Video einen Daumen hoch gibt.
Wenn ihr die ganze Idee blöd fandet, gebt mir gerne einen Daumen runter, weil dann weiß ich Bescheid, wie das bei euch angekommen ist. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!